Schnee, Eis und Wasser führen jährlich zu vielen tausend Verkehrsunfällen, oft mit tödlicher Folge. Die heutigen Systeme können die Rutschgefahr für das Auto auf diesen Oberflächen nicht ordentlich erkennen und vor allem auch nicht unterscheiden. Die Fraunhofer EMFT führt im Rahmen des Leistungszentrums Sichere Intelligente Systeme Versuche genau zu diesem Thema durch. Als wir vor 3 Jahren damit angefangen haben, da war eigentlich nur die Idee, ein System zu bauen, das die Aggregatzustände von Wasser erkennt. Das heißt, Wasser oder Eis. Dafür haben wir natürlich die ganze Technologie erstmal gecheckt, welche Sensoren sind dafür notwendig, welche physikalischen Größen müssen wir dafür messen. Mit denen konnten wir sehr gut Wasser, Eis und Schnee im Laborzustand messen. Die Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Wir werden das Demonstratorsystem weiterentwickeln und wir suchen jetzt nach neuen Partnern, um das System in die Anwendung zu bringen.